Jetzt aber erstmal alles flott abgeerntet, was da so am Rumkräuchen und Fleuchen ist. Hui! Und schon ist alles wieder kaputt und weg. Aber die Bäume bleiben. Und wir haben jetzt mit dem... Der muss nochmal geschnitten werden. Hallo, da ist doch immer noch das Schneidezeichen. Ich beschneide dich, du Luder. Aber der... Die scheinen gar nicht genug vom Beschneiden zu kriegen. Kann ich hier jetzt auch? Nein. Lalalalala. Was pflanzen wir denn da mal? Wir können noch weiter rote Rosen pflanzen. Also für 20 Euro rote Rosen kaufen. Und für etwas mehr Geld dann wieder verkaufen. Wenn man also gerade mal von der Arbeitslosigkeit betroffen ist, warum nicht einfach einen Garten mieten und schwarze Rosen anpflanzen, um nach und nach zum Millionär zu avancieren? Dip, dip, dim, dim. Ja, noch freuen sich die Emo-Rosen. Und ich hätte es selber nicht gedacht, aber ich mache tatsächlich aus dem Gartensimulator 2010 scheinbar ein richtiges Let's Play. Um Gottes Willen. So, was waren das gerade für Viecher? Waren das Blattläuse? Es sind Blattläuse. Los, Chemie! Go, Chemie! Chemikalien! Nein, ich wollte Dünger kaufen. Aber wir haben, glaube ich, keinen Dünger mehr, ne? Wir haben keinen Dünger mehr. Ich gehe zum Markt. Und kaufe Dünger. Das ist voll stark. Weil ich Dünger gerne mag. Wir düngen Pflanzen und gern zu viel. Wir düngen Pflanzen mit Strumpf und Stiel. So, hier, du willst Wasser, aber du kriegst erstmal deine Rollpopel. Und jetzt mit Wasser hinterher. Also ich vermute mal, die Bäume kann man wirklich nur einmal abernten und dann sind die Bäume kaputt. Das finde ich persönlich ein bisschen schade, da hätte ich mir lieber gewünscht, dass man Bäume über längere Zeit heranzüchten kann und dann werfen die später dafür regelmäßig Gewinne ab, statt einmal. Also wenn man schon einen Gartensimulator macht und sich nicht unbedingt an Realismus hält, dann doch zumindest so ein bisschen... Ich als alter Naturbursche muss da schon mal sagen, hey, das ist jetzt nicht so gut. Und da sind auch schon wieder Schnecken am Baume. Also der Baum wächst nicht, der ruft nur noch Ungeziefer herbei. Das ist ja eine ganz große Nummer, Freunde. So, schon wieder diesen scheiß Gartenbaumarkt. Wieder irgendeine Kacke kaufen, die wir gar nicht brauchen. Schneckenfalle in den Warenkorb. Zieht mir Schnecken magisch an. Langsam wird es ja wieder ein bisschen mehr Kohle. Da können wir ja bald mal ein paar Gartenmöbel kaufen, damit wir uns bei schönem Wetter wie jetzt gerade raussetzen können. Natürlich nur im Spiel. Mach mal keine Witze, dass wir hier wirklich rausgehen, ne? Verkaufspreis pro Pflanze 120. Das heißt, wir kaufen für 60... Können nur einmal ernten und haben dafür das Doppelte raus. Aber das lohnt sich doch gar nicht. Da mache ich doch lieber schwarze Rosen, die ich mehrfach benutzen kann. So, hier, machen wir Emo-Garten. Ach komm. Bäume sind so schön.
So. Hoffentlich ertrinken die Schnecken jetzt. Aber ich fürchte, da haben wir nicht so viel Glück. Schneckenrennen. Ich tippe auf die ganz vorne. Go, go, go. Go, Snail Racers, go, Snail Racers, go, Snail Racers, go, Snail Racers, Snail Racers, go. Jawohl, in der Führung liegt die besagte Schnecke und pam, weg ist sie. Und die beiden anderen athletischen Schnecken, pam, tot. Pam, tot. Das war eine mega spannende Einlage für euch. Ich frage mich, ob hier überhaupt noch jemand zuguckt, ehrlich gesagt. Weil Spannung ist ja jetzt auch was anderes, ne? So, jetzt gehen wir mal voll auf die Vollen hier mit den schwarzen Rosen. Ha! Und die Schnecken laufen gleich in ihr Verderben. Das schneckt mich nicht davon ab, weiter zu pflanzen. Hahaha. Wie? Was machen die denn da, die Schnecken? Die müssen doch alle in die Falle laufen. Hallo? Was ist denn das? Hallo? Da steht eine Schneckenfalle genau 1 Zentimeter neben diesen verkackten, mistigen Schnecken, die meine Rosen nicht wachsen lassen. Und das juckt die gar nicht. Da stand bei den Schneckenfallen, das hält ein Leben lang. Ja, da leckt mich doch einer fett. Warte mal. Oder Moment, kann man hier irgendwas... Ach, jetzt... Ach, dazu ist der Gartenmodus, dieser Baummodus da. Ich kann jetzt quasi die Falle aufnehmen und stelle sie einfach mal hier hin. Und dann kommen die Schnecken aber. Da muss man also scheinbar immer wieder neu aufstellen. Wie die deutsche Nationalelf. Immer neu umstellen und dann klappt das schon mit den Schneckchen. So, jetzt hauen wir noch ordentlich Chemie rein. Oh nein! So ein Unglück! Also entweder ist das ein Maulwurfshaufen oder hier hat ein Hund richtig derbe hingeschissen. Aber zum Glück belastet uns das noch nicht. Achso, wir müssen erstmal gießen. Ich finde es toll, dass sich der Rasen, der gemäht werden muss, da hinten im Eck aufhält. Und das Unkraut da hinten im Eck. Und schon wieder neue Schnecken. Ich glaub's ja nicht, wa? Na, hallo? Ich kann's nicht aufnehmen. Kann ich das aufnehmen? Ach. Man muss es immer genau auf den richtigen Pixel klicken, dann geht es. Tschüss, ihr Schnecken. Sterbt einen langsamen Tod. Und ich glaube, ich habe gerade noch einen Maulwurfshügel gesehen, da hinten. Oh nein, oh nein. Ja, viel spannender wird es jetzt auch nicht, glaube ich. Also im Grunde genommen kann ich das Let's Play bald beenden. Ihr habt ja alles gesehen, wie es funktioniert. Wir können jetzt hier noch einen schönen Garten machen. Haben wir was gegen Maulwürfe eigentlich da? Haben wir da was geholt? Spritzgerät. Nee, haben wir nichts geholt. Rasenmäher fehlt uns auch noch. Mal gucken. Aber erstmal hier schön... Wächst noch, die kommt weg, die kommt weg, die kommt weg und die kommt weg, die kommt weg. 450 Euro haben wir. Da gehen wir nochmal schnell in den Baumarkt und gucken mal ein bisschen nach Deko. Wa? Hier Gehwegplatten, 20 Euro, 16 Stück, das ist natürlich günstig, da schlagen wir mal zu. Schotter, 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 mittelfein. Zierkies. Ja, wir nehmen natürlich Zierkies. Der ist natürlich viel schöner.
Gartenzwerge finde ich übrigens extrem hässlich. Außer wenn sie lustig sind. Was aber fast nie vorkommt. So, hier mit Armlehne holen wir uns die Stühle. €240, das Budget wird langsam knapp. Da holen wir uns noch einen Brunnen und haben noch €10 übrig. Da können wir uns später ein Eis für kaufen oder vielleicht mal gucken. Ach, Maulwurffalle, wie viel kostet die? €100? Nein, geht nicht. Gartenmarkt schließen, was soll das? Aber wir haben noch eine Maulwurffalle gekauft, wenn ich mich entsinne. Ach, das ist der eine Maulwurf, der immer einen Hügel macht. Da war er gerade, ist ja süß.